Es um den Gerichtsbeschluss gegen Eltern eines Jungen aus dem Kreis Warendorf geht. Ich zitiere: Im Alter von 7 Jahren eingeschult, fehlte der Junge bereits im ersten Schuljahr an über 40 Tagen in der örtlichen Grundschule. In den nächsten Tagen besuchte er 2 weitere Grundschulen, an denen er nur wenige Tage blieb. Es heißt im Beschluss, die Eltern lehnten es ab, so wörtlich, den Jungen gegen seinen Willen auf eine öffentliche Schule zu schicken. Nach mehreren vergeblichen Versuchen seitens der Behörden, den Jungen zum freiwilligen Schulbesuch zu bewegen, kam die Angelegenheit schließlich bis vor das Oberlandesgericht, das den Eltern das Recht zur Regelung der schulischen Angelegenheit entzog und, so wörtlich, die Eltern verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Junge der Schulpflicht nachkommt und ihn zum Schulbesuch zu motivieren. Hier wird eine Selbstverständlichkeit, nämlich das regelmäßige Erscheinen in der Schule, als Strafe festgesetzt, obwohl der Junge der Schule über viele Wochen weg fernblieb. Ein bemerkenswertes Urteil, warum, das werden wir gleich sehen. Ein zweiter Fall, der sich in der gleichen Region ereignete und Anlass für die heutige Demo ist, sieht dagegen ganz anders aus. Die kleine Melita Martens, die auch heute anwesend ist, verließ den Sexualkundeunterricht in der Grundschule, weil ihr bei dem Thema unwohl wurde. Wir sprechen von der Grundschule. Selbst der Versuch der Schulleiterin, das Kind in den Klassenraum zu ziehen, scheiterte. Und so saß das kleine Mädchen die Schulstunde im Lehrerzimmer. Zum besseren Verständnis bzw. Vergleich, verließ für keinen einzigen Tag die Schule, sondern nahm an allen weiteren Schulstunden teil. Damit man das Verhalten der Grundschülerin auch nachvollziehen kann, möchte ich kurz den WDR-Bericht vom 28.06.2013 zu einem ähnlichen Vorfall in einer Borkener Schule zitieren. Beim Sexualkundeunterricht in einer 6. Klasse klappten reihenweise Schüler zusammen, während sie Bilder von Geschlechtsteilen betrachteten. Es wurde natürlich gleich der Notarzt gerufen und ein Kind musste sogar ins Krankenhaus, um weiter behandelt zu werden. Fakt ist jedoch, dass keiner die Kinder auf ihre Plätze gezerrt hatte, sondern dass sie sogar deutschlandweit bemitleidet wurden. Konsequenzen für die Eltern blieben hier aus, denn es trifft ja keine Schuld, wenn das Kind, unwohl wird. Können die Eltern nicht sicher. Jetzt nochmal zurück zu diesem kleinen Mädchen, zur Grundschule, die sich im Sexualalter unwohl fühlte. Obwohl sie, Melita Martens, obwohl sie in der Schule stets als fleißiges, schlaues und engagiertes Mädchen positiv auffiel, zeigte das Gericht in diesem Fall kein Erbarmen. Nach einer 2. Fehlstunde schlug der unbarmherzige Arm des Gesetzes zu. Den Bußgeldbescheid, dessen Zahlung Melitas Eltern aus Prinzip verweigerten, folgte eine Anklage vor Gericht, dann der Besuch des Gerichtsvollziehers und schließlich die Weiterleitung des Vorgangs ans Oberlandesgericht, wo sich die Eltern nicht mehr selber verteidigen durften. Nach einer weiteren letztenmaligen Zahlungsaufforderung wurde Familie Martens mitgeteilt, dass für sie die Erziehungshaft angeordnet wurde. Wir sprechen hier über Eltern von 8, bald 9 Kindern. Der Vater hat seine Strafe im Gefängnis bereits abgesessen. Der hochschwangeren Mutter steht diese Strafe noch bevor, obwohl unser Grundgesetz in Artikel 6 Absatz 4 bestimmt, dass jede Mutter den Anspruch auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft hat. Und Familie Martens weitere Kinder hat, die bald in die gleiche Situation kommen. Wie ist es möglich, dass zum gleichen Tatbestand, also Fehlen im Unterricht, 2 so völlig verschiedene Urteile gefällt werden? Für eine Fehlstunde Bußgeldbescheid und anschließend Inhaftierung, für wochenlanges Fehlen über Jahre hinweg die Auflage für die Eltern, ihr Kind nun regelmäßig zur Schule zu schicken. Wo bleibt hier die Wahrung der Verhältnismäßigkeit vor Gericht? Liebe Demonstranten, es handelt sich bei diesem makabren Beispiel längst nicht mehr um einen Einzelfall. Seit mehreren Jahren werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit Eltern inhaftiert, deren Kinder den ach so wichtigen Sexualkundeunterricht verpasst, obwohl die Eltern nach Artikel 6 Absatz 2 im Grundgesetz als allererste das Recht und die Pflicht haben, unsere Kinder zu erziehen. Das führt mich zu der Frage, was das für Richter sind, die derartige Urteile fällen und dabei nachts noch ruhig schlafen können. Was geht in Lehrern vor,
die bei Schulschwänzern nachsichtig sind, aber bei Sexualkundeverweigerern nervös werden? Wie muss ein Polizist sich fühlen, der ein solches Urteil im Namen des Volkes vollziehen muss? Es führt mich aber auch zu der Frage, was genau am Sexualkundeunterricht in der Grundschule eigentlich so dermaßen wichtig ist, dass so radikale Maßnahmen ergriffen werden. Das wohl größte Argument, welches man immer wieder zu Ohren bekommt, ist die sogenannte Angst vor der Teenager-Schwangerschaft, der man mit frühzeitiger sexueller Aufklärung entgegenwirken will. Diesem Argument widerspricht jedoch unter anderem die Süddeutsche Zeitung mit mehreren Argumenten. Ich zitiere: Laut einer LS-Studie werden Heranwachsende frühzeitig schwanger, wenn sie zu viel Fernsehen, und zwar insbesondere Sendungen über Flirten, Sex und Partnerschaft. Die Rezeption würde Jugendliche in ihrem Sexualverhalten beeinflussen. Mit den sexuellen Inhalten im Fernsehen habe auch die Zahl der Teenager-Schwangerschaften zugenommen, berichtet Forscherin Anita Chandra im Fachblatt der Amerikanischen Akademie für Kinderheilkunde. Das sagt die Süddeutsche Zeitung. Ein weiteres Zitat aus einem anderen Bericht auch der Süddeutschen Zeitung. Teenager-Schwangerschaften beschäftigen seit einigen Jahren die Forschung. Nicht zuletzt, weil ihre Zahl seit Mitte der 90er Jahre steigt und Sexualforscher wie Familienpolitiker nach Erklärungen und Gegenmitteln suchen. Wenn also auch unsere etablierten Massenmedien bestätigen, dass die Teenager-Schwangerschaften trotz zunehmender sexueller Bildung und sexueller Unterhaltung im Fernsehen und Internet konstant zunehmen, kann Sexualkundezwang in der Grundschule ja wohl kaum die Lösung sein. Da sollte man doch eher die Produzenten der benannten Serien, Filme und Internetseiten vor Gericht ziehen und sie bestrafen. So wie dafür sorgen, dass Kinder sich keinen Zugang mehr zu harter Pornografie verschaffen können. Aber das scheint nicht, zumindest offensichtlich nicht, im Interesse unserer Bundesregierung zu liegen. Warum um alles in der Welt zielt unsere Familienpolitik mit einem radikalen Kurs der Diktatur dann darauf ab, selbst unsere Feinsten regelrecht zu sexualisieren? Sie denken nicht übertreiben? Dann sollten Sie sich mal bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Broschüre Körper, Liebe, Doktorspiele bestellen. Laut BZGA ist es ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung vom 1. bis zum 3. Lebensjahr. Ich spreche nicht von Schuljahr, Lebensjahr. Wer sich diese Broschüre zu Gemüte führt, sollte vorher nichts gegessen haben. Eltern mit kleinen Kindern empfehle ich jetzt, ihnen vielleicht die Ohren zuzuhalten. Ich möchte gerne doch ein paar Zitate aus dieser Broschüre vorlesen. Zitat aus dem Kapitel Erstes Lebensjahr. Einige Kinder zeigen bereits im ersten Lebensjahr Neugier an den elterlichen Geschlechtsteilen, beispielsweise beim Baden. Sie wollen diese angucken, manchmal berühren. Auch in diesem Fall gilt, dass sie das Erkundungsverhalten nicht unterbinden sollten. Krank, absolut krank. Zitat aus dem Kapitel Zweites Lebensjahr. Bei manchen Kleinkindern sind ab dem 17. Monat Selbststimulation bis hin zum Orgasmus beobachtet worden. Die Selbstbefriedigung unterscheidet sich bei Jungen und Mädchen, indem letztere eher Gegenstände zu Hilfe nehmen. Das Kind kennt keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit oder genitaler Berührung. Zum Thema gemeinsames Baden mit Kindern schreibt die Autorin: Da ist keine Körperregion vor intensiver Erkundung sicher und natürlich auch nicht die Genitalien, die manchmal Erregungsgefühle bei den Erwachsenen auslösen. Zitat aus dem Kapitel Drittes Lebensjahr. Es ist zudem wichtig, dass alle Erklärungen, die Zeugung betreffend, nicht nur das Technische im Blick haben, sondern auch die Gefühle beschreiben, die Frau und Mann beim Akt der Zeugung haben können. Wir sprechen jetzt von dreijährigen Kindern, damit Sie das Bild noch mal, kommt fast nicht zusammen, dreijährige Kinder, ja? In diesem Zusammenhang wird auch oft die Frage gestellt, ob es für ein Kind schlimm sei, wenn es zufällig den Geschlechtsverkehr der Eltern mitbekommt. In der Regel dürfte es nicht so sein, dass das Kind die Besonderheit der Situation so stark findet wie die Eltern. Also es ist nicht so schlimm, wenn das Kind dabei ist. Also was hier klingt wie Werbung für Pädophilie, ist tatsächlich ein Ratgeber von unserem Bildungszentrum für gesundheitliche Aufklärung.
und dessen Eltern. Leisten diesen Pervers mit großen Anleitungen zurück. Und da frage ich mich ganz ernsthaft, wer geht dafür über den Kindern? Wer spielt für den Kindern die Staatsanwaltschaft? Wer kriegt da die Konsequenzen? Die Kinder. Ja. Das ist das Drama. Also unser deutsches Strafgesetz zumindest wird bei diesem Thema sehr deutlich. Paragraph 176 Absatz 4. Mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer erstens sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, zweitens ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, drittens auf ein Kind durch Schriften einwirkt, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen, viertens oder auf ein Kind durch Vorzeigen, pornografische Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von Tonbildern, pornografische Familien mit Wertevorstellungen, egal ob religiös, kulturell oder ethnisch, geraten in dieser islamischen Politik zunehmend unter Druck und werden nicht mehr ernst genommen. Da sagen wir doch Schluss damit, oder? Und ich frage Sie, wollen wir, dass unsere Kinder als sexuelle Wesen aufwachsen und jegliche Hemmschwellen verlieren? Wollen wir, dass unsere Kinder nahezu ungehindert und vielerorts Zugang zu pornografischen Materialien erhalten? Wollen wir, dass Gerichte Jahre brauchen, um die pädophile Vergangenheit der Grünen Partei aufzuarbeiten und bislang keine nennenswerten Konsequenzen gezogen wurden? Genau.
Wollen wir auf der anderen Seite, dass man Eltern wie die Martens einsperrt, die um das Wohl ihrer Kinder besorgt sind und die den Nachwuchs für unser Land liefern? Wollen wir, dass die hochschwangere Mutter von 8 Kindern, Luise Martens, ins Gefängnis muss, weil sie zum Wohl ihres Kindes gehandelt hat? Dann lassen Sie uns gemeinsam einstehen für dieses Nein, bis man uns endlich wieder ernst nimmt. An dieser Stelle möchte ich auch noch unsere Solidarität mit Familie Martens und allen anderen Eltern, die dieses Unrecht am eigenen Leib erfahren mussten, bekunden und ihnen versprechen, dass wir mit ihnen gemeinsam nicht schweigen werden. Den Herrschaften wird das Lachen. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist die flächendeckende Aufklärung der gesamten Bevölkerung über diesen Missstand und das Aufstehen von uns allen. Denn um es mit den Worten von Bertolt Brecht zu sagen, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt den gemeinsamen Zug durch die Innenstadt beginnen. Und die Ordner in den orangefarbenen Warnwesten, die werden uns dabei helfen, einen geordneten Zug zu bilden. Also dieses Plakat, was ihr hier vorne seht, das würde im Prinzip die Spitze bilden und in die von mir aus links, von euch aus rechts, in die Richtung vorwärts gehen. Und wir würden uns alle hinten dann anschließen und dann gemeinsam durch die Stadt gehen. Es wird dann noch einen Abschluss geben hier an diesem Platz. Das heißt, wir werden durch die Stadt ziehen, wir werden zurückkehren und hier wird es noch eine Abschlusskundgebung geben. Aber jetzt wollen wir wirklich unsere Stimmen erheben und wirklich einfach mal die Leute wissen lassen, was Sache ist. Thank you.
Das sind deutlich mehr als 500. Ja. Von 6 bis 800 würde ich schätzen. Aber du hast auf die Beine gestellt. Und man muss schon mit dem Bauch ich persönlich finde das unnötig. Ja, es kann schon mal sein, dass es ist. Und bestimmte Lehrer. Weil es vielleicht übertreiben. Aber ja, so vielleicht. Ich bin nicht so, wie ich mich.
Kindersendung! Sexualkundezwang ist Diskriminierung der Eltern! Sexualkundezwang ist Diskriminierung der Eltern! Finger weg von unseren Kindern! Ebert, schön, Sie mal kennenzulernen. Komm gleich, ich zähl mal ein bisschen. Ja, ja, mach mal. Kinder brauchen Liebe und keinen Sex. 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 Oh,
Thank you.
Spaß. Der ist ein bisschen durchgeknallt oder was, weiß ich nicht. Muss auch nicht. Der vom Schulenland? Ja, kann sein. Ja, genau. Ja. Er hat wohl gemeint, das wäre seine Fläche oder was. Keine Ahnung. Aber wir sind ja alle ruhig. Ja. Ich denke, hier sollten 2000 Flugblätter verteilt werden. Hier? Ich habe den Ebert gefragt. Er hat gesagt, er hätte 2000 Flugblätter drucken lassen. Ich sehe aber nichts davon. Ah!
hatte ich schon was. Aufwachen! 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 Wir brauchen Liebe und keinen Sex! 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 Wir sagen Stopp bis hierher und nicht weiter.
weiter. Wir sagen Stopp bis hierher und nicht weiter. Wir sagen Stopp bis hierher und nicht weiter. Schluss mit dem Zerstören von Ethik und Moral. 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 Sex mit Sex im Unterricht, das geht nicht. 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 Zeit, sie sind noch nicht so weit. Gebt den Kindern Zeit, sie sind noch nicht so weit. Gebt den Kindern Zeit, sie sind noch nicht so weit. Gebt den Kindern Zeit, sie sind noch nicht so weit. Gebt den Kindern Zeit, wir sind noch nicht so weit. Gebt den Kindern Zeit, sie sind noch nicht so weit. Gebt den Kindern Zeit, sie sind noch nicht so weit. Aufgeklärt mit 7, das ist übertrieben. 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 Aufklärung im Kindergarten, wer will unsere Kids verraten? 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 Deutschland, Schweiz und Österreich, alle Kinder fühlen gleich. Deutschland, Schweiz und Österreich, alle Kinder fühlen gleich. Deutschland, Schweiz und Österreich, alle Kinder fühlen gleich. Deutsche Richter wissen nicht, was man in der Schule spricht. Deutsche Richter wissen nicht, was man in der Schule spricht. Deutsche Richter wissen nicht, was man in der Schule spricht. Deutsche Richter wissen nicht, was man in der Schule spricht. Deutsche Richter wissen nicht, was man in der Schule spricht. Kinder brauchen Liebe und keinen Sex. Kinder brauchen Liebe und keinen Sex. Hört ihr noch?
Wir geben nicht auf, oder? Da haben die sich was eingebrockt. Sex mit Sex im Unterricht, das geht nicht. 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 Aufgeklärt mit Sieben, das ist übertrieben. 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 Schwerverbrecher aussehen, die in Deutschland ins Gefängnis gehen. Eugen und Lise, könnt ihr nach vorne kommen? Sympathisch, ja? Sympathisch sieht er aus, ja? Schmocker die. Hast du, jetzt kommt die Schwerverbrüche an? Das erste Mal vorgelegt bekommen habt von der Schule, dass gegen euch vorgegangen wird. Also wir haben gedacht, was ist jetzt kaputt in Deutschland? Da sagen wir jetzt nichts zu. Nein, wir sind in NRW heute. Wir haben gedacht, das kann nicht sein. Sowas, ich muss es nochmal lesen, ob das stimmt oder nicht. Also das kann sowas kann nicht sein. Und so ging es uns bei einigen Schreiben, dass wir nur mit dem Kopf wackeln mussten und mussten nochmal zwei, dreimal lesen, dass wir das überhaupt realisieren konnten. Luise, du bist hochschwanger. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
man sich, wenn man so ein Schreiben vorgelegt bekommt? Mutter von 8 Kindern, du musstest erstmal deinen Mann entbehren, der im Gefängnis war. Und jetzt musst du selber noch ins Gefängnis, obwohl ihr keine Vorstrafen habt, im Prinzip überhaupt nichts verbrochen habt und nur um euer Kind besorgt wart. Wie hast du dich gefühlt? Also ich kann es bis jetzt nicht, es ist noch nicht angekommen bei mir, wie das geht, wie die sich das vorstellen da oben. Für wann ist die Haft angesetzt? Der Termin, der stand ja eigentlich schon fest, wo sie sich selber in Hamm bei der JVA, Justizvollzugsanstalt, einfinden sollte. Und, das hat man jetzt halt verschoben auf Januar aufgrund der Schwangerschaft. Wobei das Kind im Januar jetzt auch in etlichen Wochen kommen soll. Das lassen wir nicht so. Ich kann nur sagen, dass wir wirklich auch total von den Socken waren. Wir waren total weggehauen, als wir es gehört haben, dass hier wirklich, ich sag mal, diese liebenswerten Eltern, ja, 8 Kinder, das ist ein Preis, den man bezahlt. Da gibt man viel für auf. Ja. Ich habe 4 Kinder, 8 Kinder, das ist doppelt so viel. Das ist Wahnsinn. Super. Dass man dann wirklich vom eigenen Land so einen Arschtritt bekommt, das ist doch unfassbar, das ist schrecklich, das geht überhaupt gar nicht. Unsere Kinder weggenommen werden und kaputt gemacht werden. Da dürfen wir nicht einfach wegschauen und dem zuschauen. Wir werden nicht zuschauen. Wir werden nicht. Vor allen Dingen geht es nicht um die Kinder, die hier dabei sind. Es geht um viel, viel mehr Kinder. Die Kinder haben ein Recht darauf, gesund aufzuwachsen, moralisch gesund, unversehrt, die haben ein Recht darauf. Keiner wird es mehr demnächst wagen, die Kinder anzutasten. Sagen, dass ihr den Fall damals durchgestanden habt. Ihr hättet auch diese 30 Euro oder was waren es, hättet ihr auch einfach bezahlen können und damit hättet ihr gesagt, okay, irgendwie sind wir schon ein bisschen schuld und irgendwie habt ihr doch ein bisschen recht und Hauptsache wir kommen hier raus. Aber nein, sie haben gesagt, nein, wir sind nicht schuld. Wenn unser Kind unwohl wird und den Unterricht verlässt, dann darf es das. Dann darf das Kind das. Ich danke ganz herzlich allen, die hier so zahlreich erschienen sind, auch den russischen Medien und auch allen anderen Medien, die das am rechten Weg dann weiterbringen werden. Herzlichen Dank auch. Das haut uns einfach von den Socken.
denke, ihr seid im Fall jetzt einmal für uns durchgelaufen. Und dadurch ist eben auch diese Initiative entstanden, besorgte Eltern NRW, wobei wir schon gemerkt haben, dass NRW müssen wir streichen, bei den Leuten, die alle hier sind und aus den Richtungen, aus denen ihr alle kommt. Das, ich glaube auch, Europa, besorgte Eltern EU. Ja! Wir müssen uns vor Augen führen, das, was sie jetzt durchgelebt haben, das ist Fakt, das ist aktuell, das kommt auch auf euch zu, das kommt auf alle anderen Eltern auch zu, wenn wir jetzt wirklich nicht hier zusammenhalten und gemeinsam in diese Kerbe schlagen. Wenn wir jetzt nicht wirklich gemeinsam regelmäßig wirklich aufstehen, unser Umfeld informieren, ich sag's euch, ich bin der Nächste und viele von euch auch, das ist ganz sicher. Vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, dass ein Kind daran schuld ist, dass wir alle hier sind. Ein Kind hat den Mut gehabt, dem entgegenzustehen. Und, sehr gut! Deswegen sind wir hier. Gemeinsam sind wir stark! 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 Zum Abschluss dieser heutigen Demo möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern. Wie gesagt, vor allem, die es wirklich weise auf euch genommen habt, die eine weite Anreise hattet. Es sind viele von weit her. Ich möchte wirklich heute wirklich diesen Tag, ich möchte einfach einen Block setzen und sagen, Leute, hier gehen wir nicht einfach auseinander, irgendwie als Anonyme, die irgendwann mal zusammen demonstriert haben. Hier ist wirklich etwas entstanden, ein gemeinsames Anliegen, eine gemeinsame Sorge um unsere Kinder. Und ich möchte euch ermutigen, geht nicht nach Hause, bevor ihr euch hier vorne, wir haben hier den Walter Sawatzki, wir haben andere Leute hier vorne mit Klemmbrettern, bevor ihr euch einfach kurz eingetragen habt, von mir aus nur eine E-Mail-Adresse, das muss noch nicht mal der Name sein, einfach, dass wir in Kontakt bleiben können. Es müssen Newsletter rausgehen, ihr müsst es von euch hören, wenn bei euch Demos sind, ihr müsst es von uns hören.
Also das ist wichtig. Das ist wichtig, dass einfach wirklich, wenn ihr jetzt, ich sag mal, wir haben Leute aus Bochum, wir haben Leute aus dem Allgäu, die hier mit Zug angereist sind, wir haben aus Holland, Frankreich, alles Mögliche hier. Leute, wenn ihr demonstriert, wenn ihr was auf die Beine stellt, lasst es uns wissen. Ich sag's euch, das Einzige, was jetzt eine Lösung ist, ist das Netzwerk, das wir bauen hier. Das ist unsere Lösung. Also lasst euch, geht nicht weg, fahrt nicht nach Hause. Lasst nicht wirklich zu, dass ihr nach Hause fahrt. Fahrt nicht nach Hause, ohne euch hier anzutragen, nicht kurz einzutragen. Wie gesagt, es reicht, egal was ihr geben wollt. Der Handynummer, mir ist eine E-Mail-Adresse, spielt keine Rolle. Lasst uns in Kontakt bleiben. Ich empfinde es als sehr wertvoll. Wir bleiben da dran. Und jetzt auch hier wirklich auch direkt noch an die Medien und auch an unsere Regierung appellieren. Ich möchte an die Jugendämter appellieren, an alle Stellen, die Entscheidungsträger sind in diesen Bereichen. Ich möchte an die Gerichte appellieren, ich möchte sogar auch an ausführende Gewalt wie die Polizei appellieren. Bitte, 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 hört auf euer Herz in diesem Moment, lasst euch nicht irgendetwas aufschwatzen. Jeder weiß es ganz genau, jeder Richter, jeder weiß es ganz genau. Das Recht ist auf unserer Seite und das Herz. Und bezüglich der heutigen Demo, es ist mir ganz wichtig, auch noch ein ganz herzliches Dankeschön auch an die Kölner Polizei zu richten, die uns wirklich im Vorfeld eine super Route organisiert hat, immer hilfsbereit war, hier auch jetzt wirklich bei der Durchführung wirklich uns immer auf unserer Seite war. Ein ganz herzliches Dankeschön. Also meldet euch hier vorne bei Walter Sawatzki. Die Medien, die Interviews machen wollen und die Fragen haben, kommt nach vorne. Ich werde jetzt hier vorne links stehen, stellt uns Fragen, macht alles Mögliche, aber berichtet, hört auf zu schweigen, berichtet darüber. Und vor allen Dingen, verdreht diese Geschichte nicht schon wieder. Es ist ausgelutscht, es in die religiöse Ecke zu stecken. Es hat lange nichts mehr damit zu tun. Es ist ausgelutscht. Es hat nichts damit zu tun. Es nervt uns schon. Es nervt uns wahnsinnig. Es hat nichts damit zu tun. Es betrifft Menschen aus allen Schichten, aus allen Hintergründen. Es betrifft alle Kinder. Und also vielen, vielen herzlichen Dank euch allen. Also wie gesagt, bleibt im Gespräch, bleibt im Kontakt, meldet euch unten. Und ich habe es einfach irgendwie von Bertolt Brecht, dieser Satz, den finde ich so klasse, der passt auch. Und damit möchte ich auch heute gerne abschließen. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und dieser Pflicht, der kommen wir nach. Ja! Dankeschön. Ein Geschenk aus Belgien an die Mutter, die jetzt inhaftiert werden soll, aber nicht wird. Ein kontroverses Thema. Ich will nicht nach vorne kommen, das Geschenk abholen. Euch allen eine wunderbare, gute Heimreise, einen schönen, schönen Tag, der Himmel ist frei. Macht einen schönen Tag, bleibt von mir aus in Köln, schaut euch die Stadt an, die ist wunderschön. Danke euch, bis bald, wir sehen uns wieder. 100%.